liebe Strickis, Strick mit Kick Freitag. Geht wieder los, ihr Lieben. Ich bin die Anne. Huch, wer mich noch nicht kennt, meine Knäuel fallen hier schon wieder. Und ich sag euch mal kurz, worum es geht heute. Es geht um kleines Vorgeplänkel. Es geht um fertige Objekte, um neu gestricktes. Ich will nicht sagen Fail, aber mal gucken. Es gibt Wolle, es gibt Workshops. Ja, ich glaube, das ist es heute so im Großen und Ganzen. Irgendwie gefällt mir das da mit dieser Lampe nicht. Die Lampe, die ist mein Endgegner. Schon seit ein paar Wochen. Also die Seite ist mal ein bisschen duster, ne? Ja, okay. Gut. Vorgeplänkel, was gibt's zu sagen? Was habe ich letzten? Jetzt habe ich einen Kommentar gekriegt. Ich solle doch bitte nicht so viel jammern. Jeder hat schließlich sein Päckchen zu tragen und man guckt das hier, um irgendwie Ablenkung zu haben. Dazu möchte ich sagen, habe ich der Guten auch schon geschrieben, es ist alles gut, ist mir wurscht, aber ich glaube, dass man sich immer mal bewusst machen sollte, was man von anderen erwarten kann. Also das ist hier ein Kanal, so ich unterhalte euch, aber ich bin auch ein Mensch und bei mir läuft es auch mal nicht rund. Einerseits sagen die Leute, man muss authentisch sein, das ist nicht immer, wenn wieder auf Instagram und immer nur die perfekte Welt, macht man es nicht, ist auch nicht richtig. Ich glaube einfach nur, momentan dreht sich jeder um sich selbst, habt doch mal wieder so ein bisschen den Blick offen und seid ein bisschen entspannt und ihr könnt nicht sonst was erwarten. Wenn da zu viel Gejammer ist, dann guckt es nicht. So, Punkt. Wir müssen mal hier wieder so ein bisschen die Menschheit erziehen, Freunde. So. Imperiums News Garn. Ich habe jetzt die ersten Spinnproben, also Mini-Proben gekriegt. Mach mich ganz kirre mit der Lampe, aber da müssen wir heute mit leben, Freunde. Irgendwie muss ich mir hier noch was einfallen lassen. Gefällt mir nicht. Spinnproben bekommen und ich bin echt beklatscht, Freunde. Das ist jetzt nicht die Mischung, die ich mir vorgestellt habe. Alles gut. Geht jetzt erstmal nur darum, wie in welcher Verzwirnung man das haben will, wie dick man das Garn haben will und so weiter und so fort. Aber da ist jetzt schon ein Beispiel bei, wo ich denke, ha, finde ich gut. Habe ich jetzt nicht mit. Ist ja auch noch ganz am Anfang. Auf jeden Fall, da werde ich dann gleich nochmal anrufen, wenn ich hier fertig bin. Und das dann noch so ein bisschen weiter vorantreiben, dass hier eine Hausmarke entsteht. So, ne? So wie die Kaffee, wenn du ins Kaffee gehst, das ist unsere Hausmarke. Dann kriegt ihr hier auch Hausmarke Garn, was sonst kein anderer hat. Ich glaube, es wird jetzt nicht so eine spektakuläre Mischung, was auch völlig okay ist, aber es ist eine richtig geile Grundfarbe. Finde ich richtig gut, Freunde. So, also das ist in der Mache und ich habe gestern noch Garn bestellt und diesmal ist auch ein absolutes Luxusgarn dabei. Ich dachte, ich versuche das einfach mal und ich bin auch selbst gespannt, wie das so ist. Es ist wirklich 50% Kaschmir, 50% Seide. Also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das anfühlt und wie das ist. Und dann auch noch eine Babykamel. War das auch Seide? Ja, Babykamel-Seidemischung. Bin ich auch gespannt, Freunde. So, also demnächst kommt mehr. Das ist das. Ansonsten ist was passiert. Ich bin umgezogen letzte Woche. Mit den ganzen Farben und hast du nicht gesehen. Oh, Leute, ne? So, jetzt habe ich das hier unten alles mehr oder weniger aufgebaut. Und habe auch das erste Mal gefärbt jetzt vorgestern hier. Oh, ja gut. Wenn man jahrelang anders färbt, ist das hier echt eine Wahnsinnsumstellung. Ich habe ja sonst immer mit dem Ofen gefärbt und jetzt bin ich wieder bei Bengmaris, weil der Ofen hier nicht reinpasst. Und da muss man natürlich erst sich an diese ganzen Abläufe gewöhnen und auch, ne, das Wasser ist nicht da, wo es vorher ist. Das Wasser ist auch nicht so, wie es vorher ist. Das dauert jetzt alles länger und das hat mich so beim ersten Mal ganz schön genervt, so. Weil ich dachte,
Weil man braucht eine bestimmte Temperatur, damit das gut aufzieht auf die Wolle. Also es gibt natürlich verschiedene Färbearten, ich mache es aber mit warm. Und auch so die Arten, wie ich färbe, da brauche ich halt gleich warmes Wasser und nicht erst, dass es dann. Also naja, so. Auf jeden Fall habe ich das hier nicht. Früher hatte ich drüben, habe ich halt warmen Wasseranschluss gehabt, so. Und hier habe ich das halt nicht. Hier habe ich jetzt eine andere Lösung, aber oh, das dauert ewig. Da plümpert dann immer so rein und du stehst da und denkst, na, ja, mal gucken. Mal gucken, ob ich da noch irgendwas drehen kann. Wahrscheinlich muss ich damit leben und mir eine Einstellung zu aneignen. Oh, ich habe wieder gejammert, Freunde. Tut mir leid. Auf jeden Fall ist es schon besser als beim ersten Mal. Ich habe vorgestern ein bisschen mehr gefärbt und davor hatte ich noch eine Auftragsfärbung gemacht und da habe ich mehr gespuckt. Dann vorgestern ging es dann schon und ich muss mir dann einfach sagen, okay, in der Zeit so, das ist halt so und dann ja, muss ich gucken, wie ich dann die Zeit überbrücke hier mit dem, solange das dann kocht. Ne? So. Naja, wird schon alles irgendwie. Auf jeden Fall finde ich das ganz gut und auch, dass es hier drüben ist. Ich habe gestern noch gestrickt und mein Knäuel ging zu Ende und ich habe keins mehr davon, auch nicht hier. Und früher wäre ich dann halt schnell runtergegangen und hätte gefärbt. Jetzt habe ich gedacht, du gehst jetzt nicht rüber. Das nimmt so viel Stress raus, ne? Finde ich richtig gut. Habe ich gehört, ist halt nicht, strickst irgendwas anderes weiter. Ah, Freunde, ne? So. Also, das geht jetzt alles irgendwie so ein bisschen voran und das wird dann alles hierher gebracht. Und irgendwie habe ich richtig Bock drauf. Ja, macht richtig Spaß. So. Gut, nö, ansonsten, nö. Nur das war spontan irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder zum Schlafen hatten irgendwie. Ich sag, boah, könnte ich das nicht mal irgendwie planen, ne? Weil erst einmal war dann ja nur zu. Frühstück, bop, 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 musstest du dann ja alles noch kurzfristig. Ne? Das Ding ist, wir kennen das nicht. Der Mann kennt das nicht, ich kenne das nicht. Also wir haben zwar Geschwister, sind aber mehr so Einzelkinder so, weil ja, hat Gründe und wir hatten das halt nicht. Und unsere Eltern waren auch nicht so, dass die sehr feierwütig und so waren. Also das war alles sehr zurückgezogen und so. Darum hatten wir das nicht mit Übernachtung und oh, dann kommen mal 4 Leute und so. Oh Gott, Junge, 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 ne? War schon lustig. So. Gut. So. Was habe ich sonst noch so gemacht, Freunde? Ich habe gestrickt. Ich habe ja gesagt, diese Folge wird die Folge der fertigen Sachen. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich habe zwar die Strickjacke von Kind 2, also eigentlich fertig. Ich habe immer gesagt, zieh an. Ist lang genug. Ja. Länger nicht, länger nicht. Ne? Und die Arme ist gut. Ja. Ich so, wirklich? Ja. So, dann habe ich das fertig gemacht, jetzt zieht sie die an und sagt, oh, ist aber ein bisschen kurz. Ich denke, alter Verwalter, ne? So, also, ja, ist grundsätzlich fertig, aber auch nicht so. Also das werde ich noch, da werde ich noch ein bisschen anstricken. Und dann, ja, ist die wahrscheinlich nächste Woche fertig. So, aber mein Tü-tü-tü-tü-tü, mein, wie nennen wir es denn? Schreibt mal unten rein, Hausaufgabe, Freunde. Wie nennen wir dieses Modell? Es ist fertig und ich bin heute Sporty Spice, Freunde. Ich bin heute total sportlich unterwegs. Also, das ist der, was weiß ich, was für ein Pullover. Die Färbung ist ja Sommerpop. Warte, ich gucke. Ich hatte doch hier. Das ist die Färbung, die findet ihr im Shop. Das ist das Alpaka Pima Cotton Merino Garn, 400 Meter Lauflänge. Wunderschön weich. Es hat so ein bisschen Mohair-Style. Ist aber nicht Mohair, also es hat halt so ein bisschen Fluff, ne? So, also, das habe ich jetzt fertig gestrickt. Also ich habe die Ärmellänge. Aber weil das heute so warm ist, habe ich das ein bisschen hochgekrempelt. So, ist aber egal. Also der ist sehr luftig, leicht. Und ich mag den. Ich hatte zuerst andere Ärmel. Ich hatte zuerst hier unten einfach zusammengestrickt, sodass so ein ganz leichter Puff war. Und habe ich aber gedacht, boah, das passt zu dem Kasten nicht. Und darum habe ich das dann geändert und habe einfach runter. Ich habe einfach nur hier Maschen an der überschnittenen Schulter aufgenommen und einfach glatt runter gestrickt, ohne irgendwie noch
irgendwie was abzunehmen. Guck mal, ich habe sogar Freude, ich habe Turnschuhe an heute. Ich habe immer mich gesträubt, Turnschuhe zu kaufen. So, ne? Oh, ich find den so schön, weil ich habe gedacht, das nimmt mir keiner ab, dass ich sportlich bin. Aber irgendwie habe ich gedacht, puh. So, und hab jetzt Turnschuhe an, Freunde. Ich bin jetzt voll Sporty Spice. Ja, also, ich habe dafür gebraucht 2 Stränge von dem. Und davon ist jetzt noch so viel übrig. Wobei ich eben sagen muss, dass ich ja hier, also hier erstmal unten das Bündchen und dann auch hier und hier ein anderes Garn genommen hatte. Das hatte ich euch ja letzte Woche gesagt. Das war das Helo-Garn. Alpaka Helo. Ja, habe ich jetzt nicht mehr gerade da die Farbe. Also auch in so einem Blauton hatte ich halt noch zu Hause rumfliegen gewickelt. Und von daher hätte ich das nicht genommen. Ja, kann sein, dass das gereicht hätte. Wahrscheinlich ein bisschen knapp. Wer jetzt sagt, nee, so kurz will ich das aber nicht. Ne? Also ich habe das ja sehr, sehr kurz, weil ich mag keine langen Pullis. So, dann sehe ich aus wie so eine Tranktonne. Ich brauche es ein bisschen länger, da müsste man dann schon, um auf Nummer sicher zu gehen, 3 Stränge davon nehmen. So, aber oh, ich liebe das Ding. Ich finde das so schön, dass er fertig ist. Ich will das heute mal testen, weil die sind 28 Grad oder sollen 28 Grad werden. Ich weiß jetzt noch gar nicht, wie viel es jetzt sind, aber ist schon gut. Und ich schwitze da drin nicht. Das ist richtig angenehm, dadurch, dass das... ja, hier weiter ist und hier auch. Und das ist ja, also, man kann nicht durchgucken. Da kann man jetzt schlecht zeigen, ne? Aber es ist schon luftiges Gestrick. Ihr seht ja auch, das fällt leicht, das ist nicht brettig. Oh, Freunde, ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Ich habe von dem Fluffgarn, wer jetzt sagt, boah, nee, Freunde, also, das ist ja schön und gut, so finde ich das auch gut, aber bunt mag ich nicht. Warte mal, ich kann noch mal. Ich habe auch... noch andere Farben natürlich. Ich bin ein bisschen blind, muss ich sagen, weil ich so in das Licht geguckt habe. Wartet. Also, wer jetzt sagt, nee, hab ich, nee, so bunt nicht. Guck mal, hier habt ihr zum Beispiel einen Braunton. Das sieht auch edel aus, wenn man das so... Und dann am Rand einfach, wie gesagt, mit einem Helo-Garn vielleicht. Also das ist das Alpaka-Garn. Das ist hier auch... Guckt man das zusammen. Wenn man da am Rand das dann so rosa absetzt, nur das Bündchen, ne? Das sieht richtig gut aus. Oder halt auch irgendwelche anderen Farben in Lila oder weiß der Fuchs was. Hier ist nochmal so ein Zimtton. Hier ist so ein Beige ins leicht Orange. In Grün haben wir das auch. Oder wer es so ein bisschen jeansiger mag, in Blau. Oder ein Lila. Oder was habe ich hier noch? Hier habe ich ein bisschen auch bunt, aber ein bisschen dezenter bunt. Also, was heißt bunt? Also, es ist nicht einfarbig, sagen wir es mal so. Ne? Also, ich habe damit... auch den Lopuli gestrickt und den Schupuli. Die Anleitung kann ich euch verlinken. Da braucht ihr, das ist wirklich auch für die Lopuli, habe ich auch nur 2 Stränge gebraucht. Und wie gesagt, ich bin eine 46, manchmal 48 und ich habe es hier wirklich mit sehr viel positiv Ease gemacht. Ne? Also, und dann knapp 2 Stränge oder 2 Stränge finde ich schon wirklich gut. Also das Garn ist Bombe. Ich weiß gar nicht, mit welcher Stärke habe ich gestrickt. Ich glaube, eine Vierer meine ich. Oder 4,25, also so in dem Dreh. Also, ja. Und es ist auch super für Anfänger geeignet. Ich stelle euch das Strickrezept rein. Die Patreons kriegen es wieder kostenlos. Wisst ihr ja, also wenn ihr nicht wisst, wenn ihr neu seid, Patreon, hier ist ein Link unten. Das ist halt ein Programm, da kann man Leute wie mich, die Content und so machen, unterstützen, wenn man sagt, finde ich gut. Und da hat man praktisch wie so eine Art Abo, was jederzeit kündbar ist.
Und man kann sich entscheiden, welche Preisklasse man nimmt. Das eine sind irgendwie. Es ist irgendwie 5 Dollar, aber da kommt ja noch irgendwie Mehrwertsteuer drauf oder 10 Dollar und da kommt Mehrwertsteuer drauf. Und in dem Kleinen, da kriegt ihr 10% Rabatt auf alles und ihr kriegt die Anleitung kostenlos, wenn ich welche mache. Und in dem teureren Patreon-Beitrag, da sind 15% Rabatt auf alles und ihr kriegt die Anleitung kostenlos. Wir machen einmal im Monat ein virtuelles Stricktreffen. Grundsätzlich könnt ihr auch bei mir in der Basis für ein geringeres Entgelt schlafen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das da oben umräume. Weil noch ist es eine Ferienwohnung, aber ich vermiete ja nicht mehr so. Aber wie gesagt, ihr habt da 15%, kostenlose Anleitung und virtuelle Stricktreffen. So, das nur noch mal ganz kurz. Wie gesagt, ich stelle euch das rein, das ist wirklich anfängerfreundlich auch. Ihr strickt einfach nur, fangt an, Maschen aufnehmen, zur Runde schließen, kleines Bündchen. Dann fangt ihr an, Maschen aufnehmen, also neu anschlagen. Dann ein kurzes Stück mit verkürzten Reihen, rüber stricken, wieder aufnehmen, verkürzte Reihen. Hinten macht man es genauso, je nachdem wie man es möchte. Habe ich euch ja letztes Mal gezeigt, sieht man nicht so doll, weil die Farbe doch sehr ähnlich ist und nicht so kontrastig. Ich habe es einzeln gestrickt und dann im Nachhinein hier mit dem I-Cord ran zusammen mit dem Three Needle Beindorf zusammen abgekettet. Man kann aber auch gleich die verbinden, indem man die Maschen dann aus dem Vorder- oder Rückenteil, je nachdem was man zuerst strickt, gleich aufnimmt. Also das kann man machen, wie man möchte. Und dann strickt man einfach nur irgendwann zur Runde runter und dann, also ihr müsst nicht abnehmen, ihr müsst nur linke, rechte Maschen können. Und verkürzte Reihen, wobei verkürzte Reihen ist nicht schlimm. Also alles gut. So, das nur noch mal dazu, um auch den Anfängern ein bisschen die Angst zu nehmen. Also die Angst. Ne? Aber das ist wirklich ein Pulli, den man super stricken kann. Vor allen Dingen, weil der so viel Positiv-Ease hat. Der ist super, super anpassbar. Also wenn ihr keine 46 seid, sondern eine 36, dann müsst ihr einfach nur weniger Maschen aufnehmen. Ne? So. Also man muss nicht abnehmen, man muss nicht irgendwas und so. Also das ist für Anfänger super geeignet. So, das ist das. Das ist dann grundsätzlich fertig. Und dann habe ich gedacht, so. Ich habe auch an dem anderen Schal weiter gestrickt und so, aber ich habe gedacht, nee, du willst noch eine Tasche stricken. Und ich hatte ja schon mal angefangen, also da hatte ich ein paar Reihen gestrickt und da habe ich gedacht, so, die machst du jetzt fertig. Naja gut, es kamen wieder diverse Sachen dazwischen, darum bin ich noch nicht fertig. Aber so weit bin ich. So. Und was soll ich euch sagen, die auf Instagram wissen es schon. Hier ist ein Strukturmuster drin. Wer kennt's? Oh, das ist die Rückseite. Wer erkennt das Strukturmuster? Also, hier ist ein Waffelmuster drin. Das heißt, ich habe immer zwei links, zwei rechts gestrickt und dann zwei Reihen rechts. Und dann wieder zwei Reihen, zwei links, zwei rechts und dann wieder rechts. Und ja, also wenn man so ganz genau von oben rauf guckt, kann man irgendwie erkennen, dass nicht alles gleich aussieht. Aber ja, also das Teddygarn, ich wollte es halt ausprobieren, ist für sowas, das heißt nicht geeignet, natürlich kann man das damit stricken, aber es kommt halt nicht so raus. Ich hatte ja Kind 1 einen Schal gestrickt aus Teddywolle in Weiß und da hatte ich so ein bisschen eben auch mit links-rechts gearbeitet, sprich rechts gestrickt und dann zwischendurch mal so kraus-rechts gestrickt. Da hat man es schon gesehen, dass da eine andere Struktur ist. Aber grundsätzlich, und bei der Strickjacke von Kind 2, jetzt habe ich auch unten, damit das Bündchen sich nicht rollt, auch ein bisschen linke Reihe, rechte Reihe, so ein bisschen kraus-rechts gestrickt. Das sieht man auch. Von daher dachte ich, aber nee. Also wirklich kleinteilige Muster, das funktioniert nicht. Also vielleicht sind zwei Maschen jeweils anders zu wenig.
Ja, also ich glaube, die Mühe muss man sich nicht machen. Da kann man auch ganz einfach rechts durchstricken. So, ich habe hier jetzt mal wieder Shoppergröße gestrickt. Das wird ja ein bisschen kleiner, weil die ja mehr Tiefe bekommt. So, dann ist sie nicht ganz groß. Aber ich finde das immer mal so ganz angenehm. Also Kind 1 hat die dann auch, wenn sie mal irgendwo schläft, das ist schon fast so ein Weekender. Da packt die dann ihre Klamotten rein und so, was sie dann so braucht, wenn sie irgendwie bei Freunden schläft. Und dann kommt man damit ganz gut zurecht. So, jetzt habe ich noch so viel. Das ist der erste Strang. Und muss ich mal gucken, wie ich dann unten weitermache. Ob ich mir das nochmal färbe oder ob ich mir eine andere Farbe unten ran setze. Ich habe auch überlegt, jetzt einfach nur glatt rechts weiter zu stricken, aber dann habe ich die Befürchtung, dann sieht man das. Oder vielleicht mache ich das auch, wenn ich eine andere Farbe ansetze, dass ich unten dann einfach nur glatt rechts stricke. Also da garantiert wird man dann sehen, oh, das oben sieht aber anders aus als unten, auch wenn man das jetzt nicht sieht, ne? Ja, das ist so mein Plan. Ich mache dann wieder eine Filzinnentasche rein, weil ich das einfach netter finde, weil das einfach dann mehr Stand hat, ne? Also das ist jetzt meine, die ich immer nehme gerade. Und das sieht einfach schöner aus. Ich habe letztens so im Bett gelegen und habe gedacht, der Filz, warum nimmst du nicht einfach, du hast noch so viel Stoff. Mach doch eine Stofftasche rein, ne? Und habe ich gedacht, wieso habe ich das eigentlich nicht vorher gemacht? Doof ist das eigentlich, ne? Du hast so viel Stoff da rumfliegen. Und dann fiel mir aber irgendwie ein, ja, nee, weil Stoff, es gibt halt die Form nicht. Also ihr seht ja, das ist, ja, also es hat nicht so viel Stand, so, ne? Und man könnte, ich habe auch schon überlegt, ob man so ein Steif, hier, wie heißt denn das, so ein Stärkespray, hat aber auch nicht wirklich was gebracht, habe ich schon mal bei einer anderen Sache ausprobiert, das also so richtig steif und fest kriegst, also habe ich es jedenfalls nicht bekommen. Und dann müsste man halt den Stoff noch mit dem Vlies bebügeln und so. Das ist ja viel zu viel Arbeitsschritt. Da bin ich ja durch, ne? Ich schneide meinen Filz zu, jag das an den Seiten durch, mache noch eine Innentasche rein und dann ist es fertig. Genau. Also das, ja, mal gucken. Vielleicht nehme ich irgendwas von da oben. Oh, ich habe letztens bei Insta ganz viel, da hatte ich das Teddy-Regal mal fotografiert. Ich habe gesagt, welche Tasche könnte man stricken? Und da kamen so viele gute Ideen. Ne? Das muss ich unbedingt noch alles abstricken. Ne? Also mit Diagonal und mit hier und hast du nicht gesehen und so. Und ich glaube, ja, oder die Farbkombi wäre natürlich auch cool. Also, Leute, ich bin total angefixt. So. Und darum gibt es auch, da habe ich mich jetzt für entschieden, erstmal hier den Workshop zu machen, den Taschenworkshop, weil momentan einfach so viel drumherum ist mit Terminen und so. Entschuldigung, ich jammer. Kleiner, wie nennt man hier, wie nennt man das? Triggerhinweis, dass ich schwerlich gerade das schaffe, hin und her zu gurken, weil ich hier so viel habe vor Ort. Und darum ist erstmal hier der Taschenworkshop. Der Taschenworkshop für die Teddy-Taschen, der wird stattfinden am 29.06. Das ist ein Samstag von 10 bis 16 Uhr. Wenn ihr von weiter weg kommt, also ich habe, oben ist ja noch die Ferienwohnung, ihr könnt mich anschreiben, dann könnt ihr da sonst auch eine Nacht schlafen, wenn ihr das ein bisschen zu viel irgendwie. Hat Franzi letztens auch gemacht. Ich muss mal hier hingucken, weil Franzi saß da. Und wenn ihr sagt, ich mache es mit einer Freundin zusammen, also da sind, oben ist ein Doppelbett und im Wohnzimmer kann man halt so ein Gästebett ausklappen. Also da könnten praktisch zwei Mann oben, wenn ihr miteinander klarkommt, könnten da oben schlafen. So. Also da schreibt mich gerne an, wenn ihr sagt, ah, nee, aber nur so, das ist ganz schön sackig und ne, von der Entfernung alles gut. Da schreibt mich gerne an. Also wie gesagt, am 29.06. ist der Teddy-Workshop von 10 bis 16 Uhr. Da stricken wir. Ihr könnt, ich färbe noch mehr. Und dann könnt ihr aussuchen, also zum Beispiel das, was ich als nächstes stricken werde, ist das. Das zusammen in so mit Längsstreifen. Oh Gott! Ja, zum Beispiel, ne? So. Und also ihr könnt dann aus dem Vollen schöpfen. Das ist ja schnell gewickelt. Also da ist man ratzfatz fertig. Und dann könnt ihr, dann designen wir die Taschen so, wie ihr die haben wollt. Ich habe Ledergriffe
Also ich habe einfach nur so Leder wie hier, was dann, also die ich aus meinen Lederbeständen, die ich habe, die Leder heute, die ich habe, da können wir, da habe ich verschiedene Farben. Ich habe aber auch schon vorgefertigte Henkel zu Hause, sowohl Leder als auch so eine Ringe, so aus Horn oder wie auch immer. Der Horn ist hat ja sich, aber so Hornoptik, ne? So. Also da könnt ihr wirklich, oder hier mit solchen Gurten. Also es ist ein Taschendesign-Workshop in Teddygarn. So. Dann die mit Filzinlay, die ich hau die Nähmaschine raus, dann können wir das anpassen. Also je nachdem, wie groß ihr die Tasche haben wollt, wollt ihr eine kleine, wollt ihr eine große, ne? Also ich habe ja auch noch die, die sind ja eher klein. Oder die, je nachdem, ne? Also könnt ihr, also da machen wir, ne? Ich liebe diese Taschenfreunde. Also die hatte ich jetzt immer als Projektbag. Da war mein Number 10 drin, der Schal, die ganzen Knäule. Ja, so schön, ne? Ja, ich mag die total gerne. So, Number 10 Stricksets kommen nochmal. Da bin ich jetzt noch nicht zu gekommen. Die Wolle habe ich aber schon da, die 50 Gramm Stränge. Und wenn alles klappt, sind nächste Woche Number 10 Schalsets drin. Genau, also, ihr kommt am 29.06. Ja, ich habe ja extra nochmal aufgeschrieben. 29.06. Und dann machen wir eure Traumtasche. Und dadurch, dass die Teddywolle sich schnell strickt, alles ganz gut machbar. So, das ist die Teddywolle. Und dann der nächste Workshop, der ist eine Woche vorher, weil ich bin so ein Taschenfieber, ne? Und da designen wir keine Teddytasche, sondern wir designen Bauchtaschen. Ich habe euch die ja gezeigt. Ich finde die total schön und es ist dann am 22.06. ist der Bauchtaschen-Workshop, auch von 10 bis 16 Uhr gilt das Gleiche. Wenn einer von weiter irgendwie kommt, dann kann der oben schlafen. Und ich habe schon verschiedene Gurte und verschiedenfarbige Reißverschlüsse, verschiedenfarbene Wolle. Ihr könnt, da machen wir es genauso wie bei den Teddytaschen. Wir designen uns das durch. Wollen wir ein Colorwork-Muster haben? Wollen wir vielleicht ein Zopfmuster haben? Wollen wir, keine Ahnung, wollen wir die größer haben? Wollen wir die kleiner haben? Wollen wir da noch was draufsticken im Nachhinein oder so, ne? Also dann kommt ihr vorbei und dann ist der Kreativität keine Grenze gesetzt. Das ist natürlich auch noch dazu ein tolles Geschenk. Ne? Also wenn einer irgendwie sagt, oh ja, Mensch, mir fehlt immer noch ein Geschenk, irgendwas selbstgemachtes Socken, ich habe keinen Bock auf Socken oder so, das ist ja noch mal was wirklich, ja, das sieht man halt, findet man halt nicht so oft, sieht man nicht so oft. Ne? So, und dann könnt ihr auswählen und das so zusammenstellen, wie ihr das wollt. Also das ist, wie gesagt, am 22.06. Ich verlinke euch das alles hier unten und dann könnt ihr darauf klicken und dann werdet ihr weitergeleitet, dann eben auch so zu den Informationen. Ne? So, das ist das. Und dann habe ich noch gefärbt für euch. Und zwar habe ich noch endlich mal Sockengarn wieder mal gefärbt. Das da mal wieder, habe ich schon ewig nicht mehr. Ne? So, ich habe mal ein bisschen Blau und Aqua, so ein bisschen Strandfeeling, damit das wenigstens schon mal an den Füßen anfängt. Ne? So, das ist 400 Meter Lauflänge, 75-25 die Mischung, also 75 Schuhwolle und 25 Polyamid. Ebenso das und das ist eher dann in einem blumigeren Ton. So, aber auch schön, ne? Das zusammen als Ringel. Auch schön. Also die findet ihr im Shop. Und dann habe ich euch noch Lesgarn gefärbt. Das hat jetzt 650 Meter Lauflänge. Auf 100 Gramm ist Merino Superwash. Und ist ganz zauberhaft. Und gerade jetzt für Oberteile, auch wenn man da länger mit oder dran strickt, ne? Je dünner der Faden, desto länger dauert der ganze Kram, ja, wenn man nicht irgendwie das sehr durchsichtig haben möchte. Aber man hat was an, aber man hat was Leichtes an.
Und das hier, das finde ich so schön, das ist so schön, irgendwie Gold, ich habe keine Ahnung. Das sind so hier und dann so kleine Plopsis und so. Also, hier seht ihr das auch nochmal. Auch noch so kleine Sprenklis dann drinne. Also, so, dann fragen immer viele, ja, wie sieht es denn aus mit der Nadelstärke und so? Da muss ich immer sagen, ach, da bin ich immer so ein bisschen raus, das muss man irgendwie so für sich irgendwie rausfinden, ne? Also ich denke mal, dass man das, also Sockengarn, keine Ahnung. Also wenn ihr da draußen Schal strickt oder wie auch immer, würde ich eine 3,5er vielleicht nehmen. Für Socken stricke ich grundsätzlich immer mit einer 2,1er. Also ich liebe ja meine Ito-Nadeln und die findet ihr auch im Shop. Das sind die Bambusnadeln, aber die sind wirklich also ich würde sagen unkaputtbar. Mir ist einmal eine kaputt gegangen, aber weil ich sie wirklich durchgebrochen habe. Da habe ich wirklich gedacht, der Widerstand, der kann mich mal, und dann war es zu spät, weil ich dachte, ach, das könnte die Nadel sein, und in dem Moment war es schon vorbei. Aber also die Ito-Nadeln, ich liebe die Ito-Nadeln. Hier dieses Lesteil, je nachdem. Also da würde ich eine 2,7, 5er, 3er, je nachdem, wenn man daraus aber ein Lestuch zum Beispiel strickt oder sagt, nee, ich möchte es ein bisschen luftiger haben, dann kannst du es natürlich auch mit einer 3, 5er, 4er Nadel stricken. Ne? Da muss man immer irgendwie so ein bisschen gucken. Das ist ja immer auch so ein bisschen persönliches Empfinden. Und dann habe ich euch noch mal, was heißt noch mal, so richtig hatte ich es noch gar nicht drinne, das ist ein Sommergarn, das sind 350 Meter Lauflänge auf 100 Gramm. Es ist eine Mischung aus Merino, Leinen und Tussa-Seide. Warte mal, ich kann noch mal die genaue Prozentzahl von. Gott, ich habe wieder keine Brille mit. 50% Schurwolle, genau, 25 Leinen und 25 Tussa Seide. Ihr seht das, das ist hier die Grundfärbung. Das ist schon so ein bisschen, ich sag mal, ein schmutzigerer Grundton. Also es geht so ein bisschen ins Beige, ist so ein bisschen meliert an sich. Darum stelle ich euch das auch so rein. Und ihr seht, es hat auch ein bisschen Helo. So, das ist das Leinengedönse. Und ich habe euch das nochmal auf so einen Grünton gefärbt und auch noch mal auf einem so leichten Jeanston, allerdings in so ein bisschen Semi, dass immer so diese Grundfarbe ein bisschen durchkommt, weil ich die an sich eben schon so schön finde. Ne? So. Also, das habe ich jetzt auch im Shop. Wie gesagt, ich verlinke euch das alles unten. Und noch mal kleiner Reminder, wer noch irgendwie überlegt, muttertagstechnisch, ich habe erstens die Gutscheine im Shop. Also ihr könnt auch sagen, okay, ich kaufe einen Gutschein, den bekommt ihr dann per Mail zugeschickt, auch relativ kurzfristig. Wenn ihr das wirklich am Muttertag macht, kann ich euch nicht versprechen, dass ich dann gerade reingucke, dass ihr das noch rechtzeitig habt zum Verschenken. Also, also lieber vielleicht einen Tag vorher. So, und ich habe ja auch diese Blümchen. Ne? Also da kriegt ihr das so als Blume aufgebunden. Die entweder hier so diese helle Färbung oder hier die in Rot. Habt ihr Blümchen, die für immer halten oder die irgendwann ein Tuch werden oder sowas oder keine Ahnung oder Stulpen oder weiß der Fuchs was. Also ist vielleicht ein nettes Geschenk. Das habe ich ständig jetzt im Sortiment. Das könnt ihr kaufen. Bin jetzt gerade ein bisschen am Gucken, was ich dazu mache, weil letztens hatte ich aus dem Garten was abgeruppt, aber das hatte innerhalb von 10 Minuten sah das schon sehr traurig aus. Und jetzt habe ich mal Eukalyptus probiert, weil ich dachte, boah, das kann man auch trocknen. Aber das riecht ja wirklich sehr nach Eukalyptus, ne? Also jetzt nicht so, dass man reinkommt und sagt, boah, das riecht nach Eukalyptus. So nun nicht, aber wenn du das hier wirklich. Das riecht, aber obwohl, nee, jetzt nicht mehr so. Wahrscheinlich, weil es schon so trocken ist. Ja. Ich habe überlegt, mir Eukalyptus im Garten zu pflanzen. Aber ich glaube, ich möchte diesen Geruch nicht haben. Wenn du dann da sitzt vor diesem Busch und dann denkst du, boah, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ob der hier überleben würde, ne? Aber ich glaube, Klimawandel, ich glaube schon. Ich glaube, so kalt wird das ja nicht mehr, ne? Im Winter. Ich denke mal, dass der das schon schaffen könnte. Aber ich glaube, da bin ich raus. Ich bin immer noch am Überlegen, Bambus. Ich will das da an der einen Ecke so ein bisschen sichtschutziger machen, aber ich habe Angst vor Bambus, ne? Ich weiß, es gibt Bambus, der nicht wuchert. Der hat irgendwie, wie heißt das? Kein nicht wucherndes Epithel, Rezithel, keine Ahnung. Hier die Gärtner unter euch werden das wissen.
Und ich war dann auch schon mal bei uns im Baumarkt, die guckte mich an wie ein Auto, wo ich dachte, okay, hier kaufe ich keinen Bambus, weil ich will das nachher nicht. Ich weiß, unser Nachbar hatte den nämlich, der ist den überhaupt nicht losgeworden, ne? Weil der eben so wuchert und da kommst du überhaupt nicht klar. Und selbst wenn man das in einem Bottich macht und einpflanzt, das sagen die ja auch, du solltest es dann, aber ich meine, irgendwann ist das Ding ja, glaube ich, auch rot, ne? Oder hält so ein Pflastereimer da ewig oder so, ne? Also ich traue dem Frieden nicht so richtig. Von daher, mal gucken. Ja, also ich bin am gucken, womit ich das dann, also so ein bisschen Trockendings kommt dann dazu, weil ansonsten überlebt es das ja nicht, ne? Bis es dann bei euch ist. Ja, Freunde, das ist so das. Genau, ich werde jetzt noch die Ferienwohnung fertig machen, weil die Gewinnerin kommt am Wochenende vom 8000 Follower-Dingsbumsbums. Und dann muss ich noch ein Päckchen packen. Dann gucke ich mal, ob ich vielleicht schon noch Wolle einlege, damit ich dann nächste Woche starten kann und nicht ewig da warte, bis das Wasser fertig ist. Damit ich die Wolle einlegen kann. Also das könnte ich vielleicht schon mal machen. Und dann muss ich noch einkaufen. Fotos muss ich noch machen, Schraubglied muss ich machen. Noch was? Glaub nicht. Mails muss ich noch schicken. Und ich muss die Spinnereifrau anrufen. Oh, mal gucken. Vielleicht tut das dann nicht ganz so weh, dass man gleich so viele 1000 Kilo abnehmen muss von der Wolle. Oh, die war echt schön. Echt schön. Das wird jetzt dann, auf jeden Fall wird es erstmal so ein Standardgarn mit 400 Meter Lauflänge. Ja, das ist mein Plan, Freunde. Oh, die ist schön. Ja, gucken wir mal, ne? Also ich halte euch auf dem Laufenden. Gut. Überraschungseier gibt es auch immer noch. Überraschungseier. Ach, siehst du, nächste Woche müssen wir abstimmen, wie das heißt. Überraschungsei heißt es ja nicht. So. Siehst du? Schon wieder vergessen. Wo ihr praktisch ein Sockenei kriegt. Habe jetzt hier gerade keins liegen. Weil ich die gefärbt habe, aber noch nicht zusammengewuselt habe. Und dann ist eine kleine Überraschung drin. Ne? Dass, wenn ihr die aufmacht, dann das Ei oder den Stein oder was auch immer, die Wollkugel, dann ist da eine kleine Überraschung drin. So, gut, Leute, ich muss Gas geben. Guckt, wie gesagt, gerne die Workshops, also, ne? Und packe ich euch alles unten rein. Wenn ihr Patreon werden wollt und sparen wollt, packe ich euch auch unten rein. Und genau, Wolle verlinke ich euch auch. Und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich, wenn nicht irgendwelche Katastrophen passieren, nächste Woche, ihr Lieben. So, macht's gut. Tschüss.